ich bin Jennifer Brening, ich bin 21 Jahre alt und ich starte dieses Jahr gemeinsam mit meiner Kollegin Jessica für San Marino mit dem Song Who We Are beim ESC. Listen up, it's me, Jenny P. What you get is what you see. And as for Jess over here, she's a special VIP. So you better listen carefully. If they're dissing you on Twitter, don't get sad. Don't be better, don't give up, but be a quitter. Show them you're better. Hell no, if I say so, get in the car. Rev it up and be a star, cause you know exactly who we are. Wir singen ein Lied, was über Mobbing handelt, was auch Jessica persönlich verspüren musste, leider Gottes. Und wir wollen einfach nur damit zeigen, dass dieses Thema präsent ist und dass es Leute gibt, die darunter leiden. Gekommen ist es dazu, weil ein Bekannter von mir mich dort beworben hat. Und ich habe ehrlich gesagt am Anfang nur gedacht, so ja, mach mal, wird eh nichts draus. Und im Endeffekt bin ich dann unter die letzten 11 gekommen, gemeinsam mit Jessica auch. Und wir haben dann auch aufgrund der Tatsache, dass in ihrem Song der Rapper abgesprungen ist, hat die Produktion mich... Also er mag es öfters mal zu unterbrechen, also wundert ja. Euch nicht. Ja, und dann ist die Produktion auf mich zugekommen und hat gemeint, du hast den Song co-geschrieben und wir haben da dieses Rap-Ding, was du da schon mal gemacht hast, gehört bei deinem Bang Bang-Cover. Hättest du nicht Lust, bei Jessicas Song auch zu rappen? Oh, listen up, it's me, Jenny B. What you get is what you see. And as for Jess over here, she's a special VIP. So you better listen carefully. If they're dissing you on Twitter, don't get sad. Don't be bitter, don't give up and be a quitter. Show them you're better. Hell no, if I say so, get in the car, rev it up and be a star. Cause we know exactly who we are. Give it to him, Jess. We are who we are and who we are. Jetzt habt ihr ja auch einen sehr ungewöhnlichen Auftritt, nämlich statt einer Band habt ihr 4 Roboter dabei. Genau. Wie kam es denn, wer ist denn auf die Idee gekommen? Darauf ist unser Producer ehrlich gesagt gekommen. Der hat irgendwie gedacht, dass die Roboter mit der Message von diesem Song, was ja Mobbing sozusagen, also was es sozusagen ist, und der hat gemeint, dass die Roboter diese Message ganz gut unterstützen könnten. Und bis jetzt ist das auch ganz gut durchgekommen. Are who we are, and who we are is who we wanna be. We don't have to listen, cause all that counts is you and me. Und die tanzen ja und singen auch, ne? Genau, die tanzen und die können auch reden. Die haben auch manchmal ihren eigenen Kopf und bei unserer Performance halten die sogar Schilder hoch immer wieder. Also das ist, die haben da ihren ganz eigenen Willen. Was sind das für Schilder? Das wissen wir nie. Also da sind wir nie darauf vorbereitet. Die haben dann immer wieder irgendwelche Nachrichten für die Fans da. Ich hoffe, dass die nächsten Nachrichten auch positiv sein werden, so wie die letzten. Haben die denn, können die mal was sagen hier zu uns oder? Hello Germany. Please vote for us in the second semifinal. Jetzt hast du ja auch ein bisschen Wettbewerbserfahrung schon. Du hast 2011 bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht. Was ist denn der Unterschied zwischen DSDS und dem ESC? Oh, das ist ein sehr großer Unterschied. Also bei Deutschland sucht den Superstar werden ja die Künstler geschaffen, sage ich jetzt mal. Das ist ja eine Schule für Künstler und im übertragenen Sinne natürlich. Und der ESC ist natürlich keine Schule mehr. Das ist schon, sag ich mal, Diplomarbeit. Das ist ein Studium und da muss man dann wirklich schon mit den ganz großen Leuten konkurrieren aus jedem Land. Und deswegen ist das schon eine große Ehre, auch hier zu sein. Hallo ihr Lieben, bitte am Donnerstag für San Marino Nummer 4 abstimmen. Hello Germany, please vote for us in the second semifinal.